Elektronische Fahrwerke auf der Rennstrecke am Motorrad, ja oder nein? Das ist die große entscheidende Frage, werde ich ganz häufig gefragt und ich glaube, wir könnten uns mal ein paar Minütchen Zeit nehmen, um über das Thema elektronische Fahrwerke zu sprechen. In vielen Motorrädern ist ja heutzutage ein elektronisches Fahrwerk verbaut. Hier redet man ja immer von einer dynamischen Fahrwerksanpassung je nach Fahrsituation. Das ist in der Grundlage eine gute Idee, ob sie praxisalltagtauglich auf der Rennstrecke ist, darauf kommen wir noch gleich. Um so ein bisschen zu verstehen, wie so ein elektronisches Fahrwerk funktioniert, müssen wir ein paar grundlegende Sachen besprechen. Es gibt natürlich verschiedene Arten von elektronischen Fahrwerken, aber ich möchte heute mit euch mal ein sehr häufiges elektronisches Fahrwerk oder eine elektronische Bauart besprechen, die sehr häufig in sehr vielen Motorrädern verbaut ist. Ich spreche hier jetzt zum Beispiel speziell von dem Thema Öhlins, was hier in sämtlichen SP und M und weiß der Kuckuck was alles für Varianten quasi verbaut wird. Also das ist hier zum Beispiel Aprilia RS V4 mit Elektronik, Ducati V4 S zum Beispiel, Honda SP, R1 M und so weiter. Das ist im Endeffekt bis auf ein paar Nuancen eigentlich alles das Gleiche. Das Einzige, was du siehst, ist eine Öhlins-Gabel und hier so einen elektronischen Verschluss, den du halt von oben mit dem Kabel siehst. Das ist das, was du sehen kannst. So. Auch andere elektronische Systeme haben sehr große Ähnlichkeit mit dem Prinzip. Außer BMW geht da so eine andere Richtung. So, jetzt müssen wir mal grundlegend verstehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier in diesem Top Cap, also die Verschlusskappe oben auf der Gabel, haben wir einen elektronischen Anschluss, da steckt ein Kabel drin. Alles, was hinter den Kabels ist, ist im Endeffekt ein Computer. Dieser Computer kann entweder manuell gesagt bekommen, was er tun soll. Das ist dann die manuelle Einstellung, wenn du sagst, ich möchte gerne das und das einstellen, hier so viel, hier so viel. Oder du sagst, ich möchte gerne einen sogenannten Dynamic Mode. Race, Street, Comfort, Sport, whatever. Und dann passt sich dieser Computer auf die jeweilige Fahrsituation an. Dieses Bauteil hier ist relativ dumm. Das macht nämlich nichts anderes als rein und raus. Und zwar ist hier drinnen, ich weiß nicht, ob man es so erkennen kann, da ist nämlich so ein Stellmotor, der Stellmotor fährt rein und raus. An diesem Stellmotor kommt quasi eine Nadel dran. Diese Nadel ist zum Beispiel hier in der Cartridge, ich gehe mal hier weg, jetzt kann man es glaube ich sehen, in der Mitte ist eine Nadel. Diese Nadel wird quasi von diesem Stellmotor betätigt und fährt in die Cartridge hinein und aber auch wieder raus. Und diese Nadel endet hier in dem sogenannten Kolben-Shimstack. Jetzt hoffe ich, dass wieder der Fokus funktioniert. Wenn ich mein Gesicht wegpacke, sollte es auch funktionieren. So, jetzt sehen wir hier zum Beispiel hier den Kolben und um den Kolben vorbei geht der sogenannte Bypass. Der geht einmal hier und von hier in der Mitte bei dem Löchlein hier durch. Und dieser Bypass hier wird quasi von der Nadel verjüngt oder nicht verjüngt. Das heißt, fährt die Nadel hinein, wird die Dämpfung erhöht, weil dann weniger Öl über den Bypass an dem Kolben vorbeifließen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss das Öl über den Kolben fließen und über die sogenannten Shims. Hier drauf liegen nämlich dann die Shims. Und die Shims, die geben eine relativ hohe Dämpfungskraft. Das heißt, ich kann mit dem Bypass die Dämpfung verstellen. So, im Endeffekt arbeitet jetzt ein softwarebasiertes elektronisches System, was auf eine ganz normale Elektronik geht, auf einen Bypass, der rein und raus fährt. That's it. Und das Schöne daran ist, es spielt keine Rolle, ob das jetzt ein elektronischer Motor ist oder du mit deinem Imbusschlüssel, mit deinem Schlitzschraubenzieher oben eine Verstellschraube hast. Das Prinzip bleibt das Gleiche. Das ist natürlich jetzt hier sehr kurz erklärt, sehr einfach erklärt, weil sonst wird das Video nicht 10 Minuten, sondern eine Stunde. Aber so ist das ungefähre Prinzip. Das heißt, insofern spielt es also keine Rolle, ob das jetzt ein elektronisches Fahrwerk ist oder ein manuelles. Denn die dynamische Einstellung
für die jeweilige Fahrsituation, die kommt ja nicht von diesem Bauteil, sondern die kommt von der Software oder vom Motorrad, von den Gegebenheiten. Sprich, das Motorrad errechnet, was haben wir für Schräglage, was haben wir für Raddrehzahlen, wie viel Drehzahl haben wir, welche Gasstellung haben wir, was haben wir für Beschleunigungskräfte, für Fliehkräfte etc. pp. Anhand dessen, oder kommt jetzt ein starkes Anbremsen, dann brauchen wir mehr Druckstufe. Also sagt der dynamische Computer, sagt diesem Gerät hier, du tu mal auf der Druckstufenseite den Bypass nach unten schieben. Wir brauchen hier jetzt Stabilität für die Bremsphase. Ne? Oder, oh, es kommen schnelle Bewegungen ins Motorrad, das Motorrad bewegt sich schnell, wir haben vielleicht Bodenwellen, also öffnen wir die Druckstufe, also der Bypass fährt raus. So simpel ist es im Endeffekt. So, das heißt, eine elektronische Gabel ist im Endeffekt nichts anderes wie eine mechanische Gabel, nur dass sie elektronisch angesteuert wird. Soweit, so gut. Das ist ein guter Vorteil für uns, weil im Endeffekt kann man hier schon beantworten, ja, du kannst eine elektronische Gabel genauso einstellen wie eine mechanische. Vorausgesetzt, du machst das manuell. Wenn du es nicht manuell machst und dich auf die dynamischen Einstellwerte bzw. dynamischen Einstellungen vor, also das, was passiert, was du nicht beeinflussen kannst, wenn du dich darauf verlässt, dann weißt du nicht so wirklich, was gerade passiert. Und diese Erfahrung habe ich so ein bisschen gemacht, wenn ich diese Standard Motorräder mit Ölens oder auch anderen elektronischen Fahrwerken gefahren bin und im Dynamic-Mode probiert habe, getestet habe. Habe ich erst im Winter in Almeria eine Aprilia RSV4 getestet, im Dynamic-Mode als erstes, weil ich wissen wollte, wie der Dynamic-Mode funktioniert. Und habe festgestellt, es ist nicht reproduzierbar. Das heißt, es ist unterschiedlich. Mal fühlt sich das Motorrad so an, mal so, mal bietet es eine Stabilität, mal ist es überagil, mal ist es unteragil. Also es ist nie irgendwie gleich, weil ich glaube, dass der Computer nicht wirklich erkennen kann, welche Fahrsituation gerade ausschlaggebend ist. Das ist auf der Straße wahrscheinlich ein ganz anderes Thema und wird auf der Straße, aus meiner Vermutung, ich habe es nicht getestet, wird auf der Straße wahrscheinlich viel besser funktionieren. Auf der Rennstrecke wäre ich jetzt nicht so der Fan davon. Das heißt, du musst quasi den dynamischen Mode verlassen und musst in den manuellen Mode gehen. Und musst dann die Einstellungen so wählen, als wie wenn du einen manuellen Schraubenzieher nutzen würdest. Dann könnte man ja sagen, ja, für was zum Kuckuck habe ich jetzt ein elektronisches Fahrwerk, wenn denn ich ja sowieso wieder manuell einstellen muss. Den einzigen Vorteil, den ich daraus sehe, ist, dass ich während der Fahrsituation die Modis ändern kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel hergehen und kann sagen, ich mache mir jetzt zum Beispiel drei verschiedene Modis mit drei manuellen Funktionen. Wie bei Honda ist es M1, M2, M3. Manuell 1, 2, 3. Und hier fahre ich auf M1 meinetwegen mehr Druckstufe an der Vorderachse und auf M2 meinetwegen weniger. Und dann teste ich. Das heißt, ich muss nicht fahren, reinkommen, Schraubenzieher, Moped abstellen, umändern und so weiter, sondern ich kann theoretisch die Modis während dem Fahren, vorausgesetzt, ich bin geistig dazu in der Lage währenddessen, die Modis ändern. Und das sehe ich schon als Vorteil, das spricht quasi für das elektronische Fahrwerk, dass ich mir vielleicht setup-technisch hier schneller behilflich sein kann. Aber am Ende des Tages bleibt es dann letztendlich ein manuelles Fahrwerk. Und da sehe ich auf der Rennstrecke nicht den Nutzen. Wenn ich jetzt allerdings grundlegend mit diesem System aber zufrieden bin, was man auch sein kann mit so einer elektronischen Ölins-Cartridge zum Beispiel, die funktionieren wirklich gut, dann bleibt der Fokus eigentlich nur noch auf die Feder. Und die ist so ein bisschen stiefmütterlich Beachtung, also hat ein bisschen stiefmütterlich Beachtung bekommen vom Hersteller, weil es natürlich eben einen großen Kompromiss eingehen muss für Straße, Rennstrecke, für leichten Fahrer, für den schweren Fahrer, muss die für jeden so ein bisschen funktionieren. Deswegen ist auch bei einer elektronischen Gabel oder Federbein die Anpassung der Federrate zwangsläufig, weil die kann ich nicht verändern. Ne? Also ich kann die Federrate nicht verändern mit der Elektronik. Ich kann bei zum Beispiel BMW GS mit der ESA die Federvorspannung über die Elektronik verändern, aber die Federvorspannung verändert mir ja nicht die Federrate. Das ist ja ein großer Unterschied und auch ein anderes Thema. Das heißt, die Gabel wird über die elektronische Verstellung nicht zwingend härter oder weicher. Das ist nur das, was sich besser verkaufen lässt. Aber im Endeffekt kannst du damit nur Zug- und Druckstufe beeinflussen und somit beeinflusst du nur die Geschwindigkeit der Ausfederung, Schrägstrich Zugstufe, oder die Geschwindigkeit der Einfederung, Schrägstrich Druckstufe, aber nicht die tatsächliche Härte. Natürlich fühlt sich eine Gabel, die mehr Druckstufe oder mehr Zugstufe hat, die ist langsamer offensichtlich, ne? Also mehr Dämpfung,
Es fühlt sich auch manchmal härter an. Das muss es aber nicht sein, weil rein physikalisch betrachtet ist es nicht härter, sondern nur langsamer. Das ist mal so, auch so nice to know, quasi. Deswegen die grundlegende Frage zu beantworten, habe ich ein elektronisches Fahrwerk? Muss ich das, wenn ich auf die Rennstrecke fahre, auf ein manuelles Fahrwerk umbauen? Nein, muss ich nicht. Viel wichtiger ist, die Federraten anzupassen auf mein Körpergewicht, vielleicht auf meine Geschwindigkeit. Das ist ein großer Gamechanger. Und sich auch vielleicht mal von einem Fahrwerksprofi ein Grundsetting in Form von einer manuellen Einstellung in der Elektronik liefern zu lassen. Vielleicht auch drei verschiedene Modus, dass man mal probieren kann. Das passt mir besser oder das passt mir besser. Dass man mal eine Basic hat. Aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, von den dynamischen oder den dynamisch selbst einstellenden, anpassenden Werten während der Fahrt abzusehen. Würde ich nicht empfehlen. Ich habe noch kein eine dynamische Einstellung beim Motorrad gehabt, wo ich gesagt habe, boah, das ist aber cool. Sondern es war immer so, im ersten Moment, oh, nicht schlecht. Und im nächsten Moment, wow, was ist denn jetzt? Die Runde später an der gleichen Stelle, oh ja, jetzt geht's. Ja, was ist jetzt anders? Bin ich ein bisschen schneller reingefahren? Bin ich ein bisschen langsamer reingefahren? Was war der Grund dafür? Es war nicht reproduzierbar. Von dem her bin ich da eigentlich immer wieder weggegangen. Und kann somit die dynamischen Einstellungen nicht empfehlen. Aber manuell ist es wie ein manuelles Fahrwerk. Von dem her... ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Schreibt es gerne in die Kommentare, ob ihr das schon gewusst habt, dass das eigentlich nichts anderes ist wie ein manuelles Fahrwerk, nur mit elektronischen Versteller, Top Cap, die ein bisschen dicker sind und natürlich viel Geld kosten, wenn sie mal oben kaputt gehen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auf einen Daumen hoch freuen und auf ein Abo auf dem Kanal. Ansonsten soll es das für mich gewesen sein. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin und ciao.